Na, kennt ihr mich noch? Mein Name ist Zero und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim. Wir sind wieder zurück in unserer alten Welt. 10th Anniversary ist draußen und ich schaue mir das Ganze heute mal mit euch an. Wird, ich weiß nicht, wie lange dauern. Mal gucken, es gibt einigen neuen Content. Ja, neuen Content, das ist von anderen erstellt, aber tun wir mal so, als wäre das neuer Content. Und ja, ich habe mal ganz kurz reingeschaut. Wir gucken mal auf die Karte. Das ist mein Haus. Und es gibt hier einige neue Orte. Da zum Beispiel. Myrwacht. Wir haben Abflusshöhlen. Und hier sind noch irgendwo versteckt. Die zu finden ist eine reine Qual. Also, das ist Riften, ist klar. Irgendwo hier sind noch schwarze Stellen. Ich finde die jetzt gerade nicht. Wir haben zu viel entdeckt. Naja, wir schauen uns Skyrim ein bisschen erneut an. Aber vorher habe ich gesehen, wir hatten einige Quests, die waren verbuggt. Erinnert ihr euch noch? Hier waren einige Quests verbuggt. Und ich weiß jetzt nicht, was davon verbuggt war oder was halt eine unendliche Geschichte war. Deswegen gehen wir einfach mal hin und schauen uns ein bisschen um. Kann ja nicht schaden, so ein bisschen aufwärmen, bevor es richtig, richtig losgeht. Und falls ihr Bock habt, dass ich den Survival-Modus mache, dann schreibt es mal in die Kommentare. Bin mal gespannt, ob ihr wollt, dass ich leide. Sollst du hier sein? Hallo, Schatz. Ich wette, ihr habt einige Abenteuer erlebt. Ach, scheiße, ich kann die Tür nicht aufmachen, ne? Wir stoßen jetzt schon auf Probleme. Frauchen, mach die Tür auf. Na gut, jetzt habe ich sie fallen lassen. Ich brauche dich nicht. Ich kriege das alleine hin. Wunderschön. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin, Leute. Keine Sorge. Konnte man die irgendwie drehen? Das macht es jetzt irgendwie nicht besser. Das haut schon hin. Ja, mein eigentlicher Plan zu Skyrim war eigentlich, in VR weiterzuspielen. Oh. Aber dann kam ja diese Ankündigung mit der Jubiläumsedition, das hast du nicht gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, machst du doch das, bevor ich jetzt in VR reingehe. Und ich hoffe, dass ich das alles, was ich hier mache, mit in VR reinnehmen kann. Ich meine, ich hätte das von Anfang an ausprobieren können, aber es gibt dann noch nicht viele Details zu, wie wir das Ganze in VR konvertieren. Deswegen habe ich es erstmal gelassen. Wir spielen klassisch und ich habe es nicht mehr drauf. Ich weiß jetzt, wie man sich duckt. Cool, ne? Wir gehen einfach mal raus und lassen uns mal überraschen. Das habe ich gesehen. Warum verstecken sich hier überall Vasen? Das ist keine Vase. Was macht Fleisch in diesem Topf? Kessel? Ach, meine Frau ist komisch. Geh mal raus. Habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Frau. So. Als erstes, wir haben hier irgendwo irgendwas, was mich töten will. Deswegen bin ich ins Haus gegangen. Das letzte Mal haben wir aufgehört, da... Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Gegenstände hinzugefügt, ja, danke. Ist das ein Vogel? Stefan, gibt's Vögel? Ihr habt gewonnen. Ich ergebe mich. Huh? Oh, da ist das, was mich töten will. Ich dachte eigentlich, das war ein Bär. Hä? Ich bin. Warum lebst du noch? Hä? Egal. Ich bin reingegangen, weil ich einen Bär gehört habe. Aber gut. Jetzt will ich diesen Vogel sehen. Toll. Danke, Spinne. Was ist vermasselt? Ich wollte mir einen Vogel holen. Was liegt hier jetzt alles noch rum? Ein Zwergenschild. Ich bin eine alte Potsau. Hier liegen überall noch Sachen rum. Okay. Dann würde ich sagen, wir schauen uns erstmal ganz kurz um. Ich glaube, hier waren irgendwo noch irgendwelche merkwürdigen Gesichter, die gerne den Tod erleben möchten. Und ich muss mich aufwärmen.
Ich hatte so viele rote Punkte auf der Karte. Ich schwör's euch. Ich lüge euch nicht an. Oh! Hallo. Okay, ihr habt mich überrascht. Ich gebe es zu. Wir laufen ein Stück weg. Ich bin ein Bogenschütze. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was ich alles noch so habe. Ich muss mich erst umsehen. Ja, ist ja gut. Chillt mal. Hier liegt noch ein Bogen. Kaiserlicher Bogen. Ich weiß noch, wir hatten noch einen Umhang und alles. Das ist ein etwas früherer Speicherstand. Ich weiß nicht warum, aber ein Speicherstand ist flöten gegangen. Könnt ihr mal aufhören, mich zu verfolgen? Ich weiß doch gar nicht mehr, was ich habe. So wirklich Schaden macht ihr auch nicht. Wir müssen gleich mal nach dem Schwierigkeitsgrad gucken. Oh. Wir gucken mal in unsere Objekte. Was habe ich eigentlich so für Waffen? Dreiadrische Axt. Okay. Irgendwelche Pfeile. Was habe ich denn hier für eine Scheiße am Start? Mach ich mit dem Kram irgendwie Schaden oder so? Twema-Bolzen. Ne, wir holen uns mal die Axt raus hier. Ja, nee. So wirklich Schaden macht ich jetzt nicht. Komm her, du kannst doch jetzt nicht weglaufen. Wir haben doch gerade Spaß. Ich bin halt wirklich so... Ich weiß noch, dass ich komplett auf Assassine geskillt bin. Ich weiß nicht, warum ich die krasse Rüstung jetzt hier anhabe. Ich weiß gar nichts mehr. Es ist so schlimm. Ja gut, legen wir die Waffe erstmal ab. So, Tragelast, ja, wir können noch ein bisschen was tragen. So, aber jetzt werde ich mich rächen. Oh, guck mal, da ist der Bär. Ich wusste es doch, dass da hier ein Bär ist. Nur meine Wahrnehmung ist ja irgendwie ein bisschen für den Arsch, oder? Endlich hätte ich doch... Der Vogel. Ich glaube nicht, dass ich den treffen kann. Nee. Das, ist fraglich, ob er überhaupt drunter fällt, falls ich ihn mal treffe. Ich werde jetzt hier nicht eine Stunde lang rumhängen und versuchen, Vogel vom Himmel zu holen. So, die waren hier, die Kasper hier, ne? Wo seid ihr? Hallo? Hat euch der Bär erwischt? Hä? Was ist das? Oh, 2120 Herzfeuer. Ah, schön. Die Kaiserin Tavia lag ausgestreckt auf ihrem Bett. Den heißen Spätsommer, das ist ein Erotikbuch, das lese ich nicht. Wo sind die Kollegen hin? Na gut, die sind weg. Hatten sicher Angst vor mir und meiner Macht. Schauen wir mal Richtung Schwierigkeitsgrad. Mods. Habe ich Mods installiert? Eclipse Lydia. Okay, wir haben eine aufgehübschte Lydia, aber in meiner Erinnerung habe ich herausgefunden, dass Lydia ja tot ist. Einstellung. Gameplay. Legendär. Echt? Bin ein bisschen enttäuscht. Na gut. Somit wissen wir spielen auf Legendär. Das heißt, härter geht's nicht, es sei denn, ich installiere Mods. Und dann würde ich sagen, Quests. Verschiedenes. Finde das Wort der Macht in Bogenwindspitze. Wieso habe ich das nicht? Wieso habe ich das nicht? WTF? Okay. Gucken wir mal rüber. Ist das nicht einer der ersten? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal rüber. Ja. Ach, Schnellreisen, wie ich das vermisst habe. Oh. Ich vermute, der Bug mit den Drachen ist weg. Oh, wer bist du denn?
Oh. Oh, ich mache leider nicht so viel Schaden wie erhofft. Bitte ignoriere mich. Ich bin nur ein unschuldiges Zero. Wir gehen in die Höhle. Ich bin da mal weg, ne? Okay, die sind beschäftigt mit Kämpfen. Sehr schön. Ich vermute, obwohl, nee. Die Höhle. Wir müssen da hinten hin, ne? Da hinten ist unsere Quest. Ich finde schön, dass der abgelenkt ist. Niedlich. Ich glaube, ich muss den Schwierigkeitsgrad runterstellen, wenn wir irgendwas reißen wollen. Aber gut, da sind genug Kollegen, die mir helfen. Alles gut. Ich verstecke mich einfach mal. Okay, das ist jetzt kacke. So, das Wort der Macht. Es müsste da irgendwo sein. Wir versuchen uns einfach mal hinzuschleichen. Ich bin doch nicht umsonst so ein Assassine geworden. Und dann testen wir den Schaden an dem Kollegen. Ich konnte auch schon mal besser zielen. Und jetzt, pssst, ganz leise. Die sollen mal ruhig kämpfen. Jetzt nicht bewegen. Das wäre es jetzt gewesen. Hier stand übrigens gerade der Drache. Es wäre schön gewesen, wenn er jetzt runtergekommen wäre und auf mich raufgegangen. Da ist das Wort der Macht. Mehr will ich gar nicht. Ich wünsche euch viel Spaß da hinten. In meiner Erinnerung war ich ein bisschen stärker. Ja. Ja. Gut. Ja. Ich verstehe, warum wir die nicht haben. Ich vermute mal, dass der ein oder andere Bug nicht behoben worden ist. Aber wisst ihr was? Wenn wir schon mal hier sind und da eine schicke Höhle in der Nähe ist. Guck mal kurz auf der Karte. Die hier gar nicht aufgezeichnet ist. Dann gehen wir da mal hin. Schleichen wir uns mal hin. Ich sehe ein Skelett. In den Hintern. Okay. Da, Skelett. Ja, so wünsche ich mir das doch. Das hätte mit dem Drachen passieren müssen. Okay, der Drache hat mich nicht gesehen. Es ist nur dieses billige Skelett da hinten. Offenbar, dass ich jetzt nicht einfach sterben werde. Ach ja, ich vergaß. Es gab hier diverse Kreaturen, die sind Cheater. Was war das? Verlassene Höhle? Okay. Hier, will mal rein. Riele. Was ist denn Riele? Nun denn, Leute. Auf in ein neues Abenteuer. Ich habe das Gefühl, dass diese Höhle nicht zu den Mods gehört. Okay, ich revidiere meine Aussage. Das sieht mir verdammt nach Creation Club aus. Wir haben hier Betten. Und eine Wand. Wird das mit einer Quest zu tun? Wahrscheinlich, ne? Ich denke, wir bringen irgendwie TNT hierher und dann macht's einmal kabumm und dann sind wir hier durch. Oder kann ich einfach die Axt nehmen? Okay. Ich glaube, das wird nichts. Wir kommen zurück. Zumindest haben wir sie entdeckt und können hierher schnell reisen. Ich habe ehrlich gesagt auch gar keinen Bock. Scheiß Drachen. Der ist mir doch ein bisschen zu overpowered. Und ich wollte gucken, unsere Fähigkeiten. Ist alles noch beim Alten. Beschwörung, ja, sehr schön.
Wie sieht's mit Bogenschießen aus? Taschendiebschall. Schloss knacken. Haben wir schon auf Prestige? Kann ich einfach Prestige machen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Wir gehen erstmal weiter. Ich werde im Laufe der Folgen werde ich wieder reinkommen. Versprochen. Bis dahin müssen wir so klarkommen. Lass uns mal ganz kurz noch was prüfen. Und zwar, wir machen jetzt 173 Damage. Wie sieht es mit den Bögen aus, die wir haben? Wir haben den himmlischen Elfenbogen. Ah, okay. Wir haben die Zwergenarmbrust. Oh. Das ist eine Überraschung. Probieren wir das doch aus. Dafür muss ich die Kollegen erstmal hinsetzen. I love it. So, hoch. Ich habe schon nachgeladen. Oh ja. Oh, das zeckt schon ein bisschen mehr. Oder die haben ihm schon ordentlich zugesetzt. Okay, dann töten wir ihn. Wir haben aber nur noch 19 Stahlbolzen. Das heißt, wir werden, wenn wir hier durch sind, mal zurück zur Schmiede kehren. Gucken, was wir da so schönes Neues bauen können. Das ist ein guter Plan. Hat er Leben dazu bekommen? Mache ich Minusschaden? Oh, jetzt fliegst du nicht weg, oder? Ich weiß da was. Wir hauen jetzt ab. Ja, die ganzen Kram brauche ich nicht. Wir werden mal nach Weißlauf gehen. Ich kenne sogar den Namen noch. Ich bin sehr erstaunt. Da. Tundragut. Weißlauf. Ach komm. Der Klassiker. Aber ehrlich gesagt will ich den fertig machen. Und falls ihr diesen Controller hört, der rastet komplett aus, wenn der Drache landet. Okay, wir schleichen uns einfach mal rüber. Mal gucken. Also diesen Drachen werde ich in 1 vs. 1 auf jeden Fall nicht platt machen. Oh, er kommt zurück. Aber hier ist doch keiner in der Nähe. Nicht mal ansatzweise. Wo sind denn die Gegner hinter dir? Okay, gleich mal uns weg. Die Frage ist, wo ist weg? Da ist weg. Okay, gucken wir mal, dass wir ihn. Ach Mann! Ich kann mit dem Ding nicht anzoomen. Das macht mich fertig. Na gut, dann halt nicht. Hauptsache fette Fighting-Musik und die Action geht da ganz hinten ab. Oh oh. Nein, bitte nicht zu mir. Oh Scheiße, ich bin am Arsch. Lauf, 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 lauf einfach nur. Ich habe keine Ausdauer. Ich bin so tot. Ich glaube, er hat mich entdeckt. Ich glaube wirklich, er hat mich entdeckt. Wo ist er? Lass mich in Ruhe. Ich habe dir nichts getan, außer vielleicht ein paar Dinge in den Arsch gerammt. Aber ich dachte, du stehst da einfach drauf. Tut mir leid, ich wollte dir was Gutes tun. Ich habe das Gefühl, der wird mich jetzt eine Zeit lang verfolgen. Oh, hi. Na gut, du willst einen Kampf. Den kannst du haben. Komm hier auf die freie Fläche, Kollege.
Hier liegt ja alles rum. Wo bist du? Der legt sich einfach mit allem an, ne? Was für ein... Oh, ich bin fast tot! Wann ist das passiert? Ich hatte doch gerade noch volles Leben. Oh, jetzt kommt noch ein zweiter. Du willst mich doch verarschen. Nee, nee, ich bin raus. Nee. Das kannst du auch voll knicken, Alter. Lass mich in Ruhe. Ferdi! War schön mit euch. Ich klaue lieber als zu sterben. Wie läuft man? Laufe ich schon? Ich glaube schon. Lass uns einfach wegrennen. Einfach irgendwo hin. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Bären. Ich habe ihn zu dir gelockt. Hä? Die Flucht ist ja mal atemberaubend gewesen. Vor allem dieser Wagen, der herrenlose Wagen. Der hat es mir angetan. Das war so richtig Endzeit-Szenario. Hallo Leute! Ihr beschützt mich vor dem bösen Drachen, oder? So. Hä? Was sollte das denn? War schön mit dir. Tschüss, Ferdinand. Okay. Wo bin ich? Bin ich in Fluss? Dingens? Ich glaube schon. Das ist Flussdingens. Das heißt, wir können doch hier irgendwo in die Schmiede reingucken. Ist das Flussdingens? Wo zur Hölle bin ich? Ivarstadt. Ah, Ivarstadt. Okay. Der Anfang kam mir bekannt vor, das Ende nicht mehr. Habt ihr hier eine Schmiede? Du. Dann stimmt es also, was man sich erzählt. In Weißlauf hatten sie einen Drachen gefangen und ihr habt ihn befreit. Bei den Göttern. Warum habt ihr das getan? Ich wollte eine Schmiede. Na gut. Schauen wir mal, dass ich den präzise treffe. Ne, damit kann ich leben. Okay. Karte. Dann wollen wir jetzt mal Richtung Weißlauf. Ich weiß nämlich, dass wir da eine Schmiede haben. Mehr Schmieden kenne ich, glaube ich, nicht. Ihr seid immer noch hier? Ja. Danke für die Antwort. Okay. Guten Morgen. So, Werkbank. Was haben wir hier nochmal gemacht? Nakril. Magika, Zerstörungswiederherstellungszauber verbraucht 20% weniger Magika. Achso, zum Verbessern. Ich dachte, hier kann ich Dinge bauen. Ja. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Schmiede. Vulkanglas. 93 Schaden. Ist jetzt auch nicht der Hammer, ne? Nein, das wollte ich nicht. Hm. Knochenrüstung. Na gut, hier haben wir nur Rüstung. Nord, sonstiges. Oh, Abenteurer-Rucksack. Die Tragefähigkeit wird um 75 Punkte erhöht. Steigert die Ausdauer um 20 Punkte. Ui. Abenteuer-Rucksack mit Schlafsack. Okay, ist eigentlich fast dasselbe. Blitzpfeil. Oh. Diebesrucksack. Schlossknacken. Dunkler Lederrucksack. Die Tragefähigkeit wird um 75 Punkte erhöht. Ganz normal, ohne irgendwas. Eispfeil, Feuerpfeil, hochwertiger Ledersack, Idoril Handschuhe. Idoril, hä? Nice, sieht ja aus wie ein Falmer. Schwere Rüstung, ne? Ja, schade. Eigentlich muss ich wieder auf leichte Rüstung umsatteln. Jägerrucksack. Bögen bewirken 10% höheren Schaden. Nice. Lagerutensilien. Errichte im Freien ein Lager. Okay. Was haben wir hier noch? Muschelkäferhelm, ja. Ordinatorenschild.
orkische Schuppenpanzer-Handschuhe. Irgendwelche orkischen Sachen. Ach, das ist eine leichte Rüstung. Oh. Okay. Merke sie wohl, leichte Rüstung. Packtasche. Okay. Pelzrucksack. Ja, oder irgendwelche silbernen Sachen. Tierhalsring. Kann ich den meine Frau umlegen? Das muss ich auf jeden Fall mal probieren. Ja, so viel krasse Sachen sind jetzt hier nicht. Ich würde ehrlich gesagt gerne Bolzen herstellen. Ich habe hier Pfeile. Aber wo kriege ich Bolzen her? Zwergisch, ah. Eventuell hier. Ihr wollt mich doch verarschen. Die Frage ist, zählt meine Armbrust als Bogen? Gibt es hier irgendwie eine Suchleiste oder so? Na gut, Leute, ich würde sagen, das war mein Zurückfinden in Skyrim. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn wir jetzt heute noch nicht so viel gemacht haben. Ich werde mich jetzt mal bei der Schmiede ein bisschen umsehen, gucken, dass ich irgendwie Bolzen herstellen kann. Ansonsten satteln wir halt wieder zu den Pfeilen um. Und ich würde auch gerne, ehrlich gesagt, von dieser Beschwörung wieder wegkommen und Richtung mehr so feste Materie. Das wäre schon ganz cool. Und wie wir das Ganze zustande bringen, das erfahrt ihr in den nächsten Folgen. Haut rein. Ciao. Na, kennt ihr mich noch? Ich bin der Zero und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Ah, die 10 Jahres blablabla Edition. Scheiße. Oh Mann. Läuft hier einfach durchs Bild? Ach, scheiße. Es ist ein wundervolles Haus, Schatz. Halt die Fresse. Wenn es euch recht ist, mache ich einen Laden auf. Mir ist es recht, du hältst die Fresse. Halt, jetzt wo... Ach, still. Danke. Na, kennt ihr mich noch? Ich bin der Zero und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. Die 10th Anniversary. Ach, ich dreh durch.